カだ、やつらの好きにさせるな。クラスゼロ、任務を開始する。Der zweite Teil unserer Operation. Willkommen zurück. Zerstören wir den Markitech des komischen Obersts. Er hat sich im Zentrum der Stadt positioniert. Das wird ihm aber auch nicht helfen. So. Befreien wir erst einmal die Straßen von diesem militärischen Abschaum. Mit einem Flammenwerfer. Seit wann haben die Finger einen Flammenwerfer? Die wären der Hit auf Partys. Ach, ja okay, das ist eine andere Version. So, her mit euren Animes. Wow! Okay. Naja. Das sind Erfahrungspunkte. Ich habe ja eigentlich auch keine Zeitvorgabe, bis wann ich den Oberst töten muss. Wie gesagt, ihr seid für mich Erfahrungspunkte. Da. Na gut, machen wir jetzt gleich Schluss. So. Suchen wir den Oberst. Da könnten wir ja eigentlich auch den Golem mal beschwören und uns dem mal etwas ansehen. Bin ich mal gespannt. Oh yeah. Oh. Ja. Das war jetzt nicht geplant. Ich habe mal vor, mir World of Tanks anzusehen. Vielleicht mache ich auch ein Let's Play dazu. Keine Ahnung. Aber egal. Machen wir erstmal eine Walze. Oh. Granitdrüse. Oh, sieht auch geil aus. Und Mega-Zitronenschlag. Megatonnenschlag. Was geht mit dem ab? Okay, was ist jetzt? Was war das? Alter. Also bei dem Ding fühlt man richtig, wie es sich bewegt. Notfall, wir haben einen Steinriesen in der Stadt herumlaufen. Okay. Okay, los, los. Nur keine Hast, verehrter Golem. Wollt ihr mich verarschen? Der passt ernsthaft nicht. Nicht wirklich, oder?
Okay. Komm schon. Willst du mich verarschen? Duck dich! Der passt nicht durch den Eingang. Ich kann. Ah! Und jetzt hängt er auch noch fest. Du bist eine Zierde deiner Zunft, weißt du das? Also Jack, komm, du bist dran. War das der Hinterhalt? Puh. Einzige, was mich an Jack stört, sind seine langsamen Bewegungen. Die Waffe, Technik etc. etc. finde ich eigentlich sehr geil. So, eine Stadt mehr unter unserer Gewalt. Na gut, Albon ist unser nächstes Ziel. Wir werden sehen, ob es ihm gut geht. So, okay. Erstmal die Einheiten wechseln. Die Lava-Einheit. Erd-Donner-Einheit. Die wäre jetzt strategisch für uns wichtiger. Damit wir es mit den Kolossen aufnehmen können. So, die Donner-Einheit wird ebenfalls eben angreifen. Yoshi! So, und hier beginnen wir jetzt unsere andere Offensive. Gegen das vierte Lager. So, los geht's. Oh, verdammt. Ein Chocobo Roundhouse Kick. Der nichts bringt. Bam. Ein Roundhouse Kick zerstört eine ganze Einheit. Komm schon, dreht mal eine Mauer ein. Chocobo Roundhouse Kick. So, ist ganz schnell die Offensive ändern. Wen greift ihr jetzt an? Das fünfte Lager. Gut, okay. Kann man so stehen lassen.
よし、出撃だ! Wir müssen eh erst am 5. vorbei. Oh, schade. Ja, wieso fangen wir nicht einfach den Wald ab? So, einfach mal abwarten noch. Ich frage mich, was das für ein Turm in der Mitte des Sees ist. So. Naja, verehrter Generalleutnant de Lambert, wir sind ja auch keine normale Einheit. Wir brauchen mehr Lava-Einheiten. Und das heißt wiederum, mehr Chocobos benutzen. So. Einmal Lava-Einheit BD. Und zwar für 2 Personen. Bitte nach Eibon. So. Die innere Einheit. Ah, sehr schön. Ach, wen haben wir denn da? Muss ich dich erst mit meinem Chocobo Roundhouse Kick besiegen? So, was fällt. Wird mir ein Vergnügen sein, sie zu erledigen. Komm schon, heilen, danke. Klappt noch nicht so gut, mein Freund, gell? Ah. Geht doch. So, einmal stürmen wir den. Generalleutnant de Lambert. Es endet hier und jetzt. Nein, keine Unterstützung durch die Akademie, bitte. Das ist eine Familienangelegenheit. Oh. Ah, die sollen mir ruhig entgegenwerfen, was sie wollen. Yep, Nervensäge kann ich bestätigen.
verdammt. Komm du mal in meine Reichweite, Freund. Okay, er ist verdammt schnell. Aber wenn er in meinem Boden ist, bringt ihm das auch nichts. Das ist ja wie ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Oh, verdammt. Sorry. Das mit dem Platzen war keine Ab... Doch, es war Absicht. Und, haben wir wieder einen Flammenwerfer? Yep, wir haben wieder einen Flammenwerfer. Oder wir hatten einen. Ach ja, geplatzte Meliden am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ah, endlich wieder so ein Nahkämpfer. Schon. Zwei Zerstörer. Treppen. Der schlimmste aller Feinde. Oh, oh. Also in dieser Stadt haben sie überraschend viele Mechs. Ich frage mich, was die Meliden uns in dieser Stadt noch alles entgegenwerfen. Die ersten zwei Schläge total versammelt, aber er bleibt schön stehen und wartet auf den dritten. Ups. Oh. So, Oberstleut, das ist ein ganz anderer als der von eben.
war knapp. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Militen sich jetzt aus dem Ärmel schütten. Jetzt wird gefeiert, okay? Ja gut, eigentlich wurde ja davon ausgegangen, dass wir diese Mission nicht überleben. Pff, 31 Minuten, okay. B! Goldreif. Schockkolben freigeschaltet. Phoenix-Downer. Final Elixir. Jacks Sommeruniform, was sie uns bringt, keine Ahnung, aber wir haben sie. So, dann speichere ich diese Folge mal und beende sie auch zugleich. Danke fürs Zuschauen. Ich bin selbst mal gespannt, was morgen die zwei Folgen bringen. Bis dann.